Hallo und herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Zu einer weiteren Ausgabe der Gothic 2 Randomizer Mod. Und ja, wir haben das Böse in diesem Teil der Welt vertrieben in der letzten Folge. Und gehen jetzt erstmal in die Stadt. Da quatschen wir mit Myxia und Watras. Und dann treffen wir die letzten Vorbereitungen für das Minental, ja. Für unseren Besuch im Minental. Das wird auf jeden Fall eine wilde Sache. Und ja, ich hoffe, in der Burg im Minental gibt es einen Stärkelehrer, der mir zünftig was beibringen kann. Ich bin gespannt, wie die letzten Folgen jetzt bei euch so angekommen sind. Das Projekt hat ja jetzt, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist Gothic 3 jetzt schon bereits die letzte Folge rausgekommen. Und ja, jetzt kommt täglich, wie gesagt, eine Folge der Randomizer-Mod, bis das Ding vorbei ist. Und dann werde ich wohl eine Abstimmung starten im Community-Hub. Da gibt es immer wieder mal Abstimmungen, auch über die Welt von Gothic etc. Und dann, ja, wird sich quasi die Frage stellen, was wir als nächstes Let's Playen oder als nächstes spielen wollen, aber das überlasse ich euch dann. Aber das Licht war eine Qual für... Hey, du! Ja, moin! Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Dankeschön. Deine Ablösung ist da. Sind die Dinge jenseits der Berge im Nordosten geregelt? Ja, das sind sie. Raven ist tot und die Bedrohung ist abgewendet. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Hoffen wir, dass sich derartige Dinge nicht wieder ereignen. Schauen wir mal. Hey, du. Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Watras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Das war wirklich eine wahre Heldentat, die du in Jakenda vollbracht hast. Leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Korinnes noch nicht am Ende. Und keine Dunkelheit. Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahre. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Okay, es gab auf jeden Fall... Und es gelang ihm nicht. Ah, da... Oh nein, da muss ich nochmal zu den Piraten. Das habe ich vergessen abzugeben. Rattenjagd. Ach, das wird ja eh nicht mehr erledigt werden. Okay, shit. Wieso ist das denn noch nicht erledigt? Muss ich dafür mit Laris quatschen? Shit, 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 shit. Da muss ich wohl doch nochmal einen kleinen Abstecher nach Jakenda machen. Um mit Bill zu reden, dass ich die Mörder von Angus und Hank gefunden habe. Das habe ich wohl verpennt. Sorry, Leute. Das habe ich irgendwie nicht mitgestaltet. Aber ist ja nicht so schlimm, wir haben ja Zeit. Ich gehe erstmal zu Laris. Zu Lalilo Laris. Und dann nochmal zu den Höfen und so weiter. Okay. Okay, lass uns gehen. Wohin? Nirgendwo. Bleib einfach hier. Ciao. Okay. Wir haben mit Monty gesprochen, wir haben mit Farim gesprochen, also mit den Leuten, die halt hier so irgendwie am Start sind. Die Bauernhöfe können wir zwar abgehen, also Arkilshof und Bengashof. Pardos ist tot. Ich glaube, Pardos hat es nicht geschafft. Also, jetzt bin ich sehr gespannt, was da passiert sein könnte. Weil Pardos ist in Jakenda gestorben durch einen Minecrawler. Jetzt ist halt die Frage, hat er es jetzt zurückgeschafft oder ist er jetzt nicht wieder zurück? Gibt es vielleicht einen Special-Dialog mit Bengar oder nicht? Wir werden sehen. Zeig mir deine Ware. Tja, Handel ist jetzt hier erstmal nicht mehr. Ich gehe auch nochmal ins Kloster, hoffe, dass ich dort einen Warte mal. Ich bin so durcheinander, sorry Leute. Wir gehen jetzt erstmal ins obere Viertel. Da quatsche ich mal mit den Händlern. Ich glaube, da gibt es auch noch die ein oder andere Quest, die ich eh erledigen könnte, wenn ich ins Minental gehe. Und ich gucke mal, ob die irgendwelche Sachen handeln. Heiltränke, Lebensmittel, all solche Sachen. Und an diesem Ort waren an Ordnung und Chaos zugleich. Nicht ungleich, sondern zugleich.
So, und ich frag nochmal die Händler, die hier so am Start sind, ob ich Mana und Heiltränke bei denen kaufen kann. Immer noch glauben kann. Zeig mir deine Ware. Warum hört eigentlich? Ich muss mich für meine bescheidene Auswahl entschuldigen. Ein Mann eurer Position ist sicher Besseres gewohnt. Käse? Ich bin großer Käsefreund. Immerhin. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Wie gesagt, mir gehen die Heiltränke zur Neige und ich brauche alles, was mir Heilung bringt. Ausnahmslos. Ich glaube, ja, der Fernando ist jetzt halt nicht mehr da, ne? Doof gelaufen. Aber Lutero hat, glaube ich, eine Quest für uns, die wir erledigen können, wenn wir ins Minental gehen. Salandrill könnte ich auch nochmal fragen nach irgendwelchen Gütern. Ich habe so einiges gehört. Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Zeig mir deine Ware. Yes! Nice. Ist zwar nicht viel, aber nehme ich gerne alles mit. Schön. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt werde ich meinen Geldbeutelchen hier erstmal ein bisschen aufwerten wieder. So viele Spitzhacken brauche ich jetzt dann doch nicht. So, einen Knüppel behalten wir noch. So, schön. Jetzt haben wir unsere Tränke erstmal wieder ein bisschen aufgewertet. Cool. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten hausen jedoch im Minental. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Runenstein besorgen. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Das ist ja interessant. Oha, guck mal. Ich habe besondere Snapper-Krallen für dich. Das wird meinen Kunden freuen. Den Runenstein habe ich allerdings nicht hier, aber ich weiß, wo er liegt. Wenn du von der Stadt zur Herberge gehst, kommst du unter einer Brücke hindurch. Dort in einer Höhle hat ein Freund von mir einen Runenstein in einer Truhe hinterlegt. Hier ist der Schlüssel. Okay, cool. Haben wir das sogar schon erledigt. Ah, Randomizer sei Dank. Und jetzt quatschen wir nochmal kurz mit Salandrill. Hey! Willkommen, Reisender. Suchst du einen guten Trank? Ja. Mein Angebot ist groß und meine Ware günstig. Und ich verkaufe weitaus bessere Tränke als dieser Zuris. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Freude, Ehrwürdiger. Na gut, die Dietriche. Immerhin die Dietriche. Die kann man wirklich mitnehmen. Na gut, aber der Lutero hatte guten Stuff, den ich mir jetzt direkt mal gegönnt habe. Und die Quest habe ich gleich noch mit erledigt, also es passt alles. Okay. Ja, Plan. Ich werde jetzt erstmal... Gibt es noch mehr Händler hier irgendwo? Ich überlege gerade. Fernando ist ja weg, der hat keine Aufgabe mehr für mich. Ach nee, hier ist er. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lasse ich mich auf keine krummen Geschäfte mehr ein. So viel ist sicher. Glaubst du wirklich daran? Okay, der hat aber keine Quest für mich. Ich dachte, naja, ist egal. Ist nicht schlimm. Ich glaube, kann sein, dass ich mir das verbaut habe. Aber das ist jetzt halt so. Da muss ich jetzt halt durch. Ich könnte noch kurz mit Matteo quatschen, ob der noch Tränke oder irgendwas in der Richtung hat. Pflanzen, alchemistische Gegenstände etc. Und Brian handelt, glaube ich, auch. Zeig mir deine Ware. Die Windhose nehme ich mal mit. Die hätte mir bei Raven auch ganz gut geholfen. Ich habe früher Raven immer mit der Windhose platt gemacht. Brian handelt, glaube ich, auch mit... Ah, nee, aber ich bin ja kein Lehrling von Harad. Also wird er wahrscheinlich nicht handeln. Neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harad. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden... werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Immerhin. Mana-Pflanzen sind gut.
Daraus kann ich mir meine Heilrune irgendwie, meine Heilrute daraus Kraft ziehen. Hey, da bist du ja wieder. Du wolltest Pilze. Ich habe hier ein paar Dunkelpilze. Ah, das sind die besten. Oh, gut gemacht. Hier hast du dein Gold. Und hier sind noch ein paar von den anderen. Die sind zwar nicht so gut wie Dunkelpilze, aber ich werde sie trotzdem nehmen. Zeig mir deine Ware. Oh yes, baby. I take it all. Ja, nehme ich auch. Jetzt möchte man vielleicht meinen, oh, das ist aber jetzt teuer gewesen. Aber unterm Strich gesehen hat sich's schon gelohnt. So, ich kann jetzt doch mal ein paar von den Waffen verkaufen. Also, Sammlung hin oder her, aber... Ich will diese kritische Grenze von 20.000 Gold nicht unterschreiten. So. Okay, Coragon kann auch noch handeln. Zeig mir deine Ware. Sollte ich eigentlich auch nehmen. Lichtheiliger Pfeil und große Wundheilung. Ja, nehme ich auch. Es könnten wichtige Zauber werden. Wie gesagt, alles, was Heilung bringt, sollte ich nicht liegen lassen. Jetzt fragen wir nochmal kurz nach der Vision. Das könnte noch ein paar Erfahrungspunkte bringen. Ich habe eine neue Tabakmischung. Lass mich deinen Tabak probieren. Gibt's auch nochmal Erfahrungspunkte. Das schmeckt ausgezeichnet. Etwas Besseres habe ich noch nie zuvor geraucht. Wie hast du diese Mischung hergestellt? Ich habe den Tabak mit Honig gemischt. Das hast du getan, Vater der Mischkunst. Es wäre mir eine Freude, wenn ich meine armseligen Pfeifen damit füllen könnte. Stopf du mal. Danke, Sohn der Großzügigkeit. Keine andere Mischung wäre so gut wie diese. Alles, was du mir davon bringst, werde ich dir abkaufen. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 100 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn der Tapferkeit. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Ah, her damit. Ein Söldner. Er wird dich brauchen. Ein schrecklicher Mord. Das Auge. Die finsteren Schergen. Sie kommen. Sie suchen nach dir. Ein Wächter wird fallen. Doch werden sich die drei vereinigen. Erst dann wirst du erhalten, was dir zusteht. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Okay, aber das gab insgesamt jetzt hier 600 Erfahrungspunkte. Also, alles gut. Tja, dann jetzt gehen wir erstmal zu den Bauernhöfen. Habe ich irgendwelche Speedtränke? Nee, habe ich natürlich nicht. Sehr interessant. Eins hebe ich mir mal auf noch, falls wir das mal brauchen, um aus einer eigenen Situation zu fliehen. Ich gehe jetzt erstmal zu Arkilshof, quatsch da mit Tonak und Telbor. Dann, das dürfte auch nochmal Erfahrungspunkte geben. Dann gehen wir unter die Brücke, den Runenstein holen. Dann gehen wir nochmal zum Bauern Bengar. Wir müssen ja sowieso Richtung Miental. Und dann können wir eigentlich direkt ins Miental reingehen, oder? Wüsste jetzt gerade nicht, was da jetzt dagegen sprechen sollte. Wobei ich aber bei Orlan vielleicht nochmal nachfrage, ob der vielleicht nicht doch noch irgendwelche Heilmittel hat. Ich vergesse das immer. Ich vergesse immer, ob ich da schon war und ob ich da schon gekauft habe oder nicht. Oder ob ich damals nicht genug Geld hatte vielleicht oder so. Ich weiß nicht. Ich habe da ein sehr krasses Kurzzeitgedächtnis. Aber das ist ja nichts Neues, ne? Das ist ja nichts Neues bei mir. Ja. Guck mal, da arbeiten sie schon. Hey, du. Na, jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Hey, mein Lebensretter. Ja, jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Vor allem mit diesen beiden bekloppten Brüdern.
Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Ja. Bisschen Humor muss man immer noch behalten. Hey, du. Na, jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Hey, mein Lebensretter. Ja, jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Vor allem mit diesen beiden bekloppten Brüdern. Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Aber es gab keine Erfahrungspunkte tatsächlich. Wahrscheinlich muss ich jetzt mit Akil quatschen. Der Meister Akil. Warte mal. Wegen deiner Knechte. Du hast sie mir zurückgebracht. Du bist ein mutiger Mann. Nimm dieses Gold als Zeichen meines Dankes. Wo finde ich den Hof von Ona? Geh einfach wieder die Steinstufen runter und folge dem Weg weiter nach Osten. Irgendwann kommt eine Taverne. Da gehst du weiter nach Osten, bis du zu den großen Feldern kommst. Da lungern dann schon die Söldner rum. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. So, jetzt holen wir uns den Runenstein. Dann gehen wir zu Orlan und dann geht's straight zum Bauern Bengar. Aber da laufen wir den Weg, den ich zuvor noch nicht gelaufen bin. Und da werden wir höchstwahrscheinlich noch ein paar Viecher töten. Und vielleicht auch den einen oder anderen Erfahrungspunkt abstauben. Wir haben, brauchen, naja, knapp 5000 noch zum nächsten Level ab. Das ist erstmal machbar, würde ich sagen. Gut. Verwandlungssnapper, auch nicht schlecht. Links, rechts, links. Okay. Wow. Ein Goldstück. Aber da hätte halt ein Buch der Erfahrung dabei sein können, ne? Und das hätte mir 8 Lernpunkte gegeben. Also das heißt, dadurch, dass wir ja nie wissen, was da drin ist, ist halt immer eine Wundertüte. Müssen wir mal gucken. Also, ach ja, und ins Kloster wollte ich auch nochmal kurz einen Abstecher machen. Sekunde. Ja, also wir gehen erstmal kurz hier in die Taverne. Da gucke ich jetzt mal kurz, was online im Handelsmenü hat. Dann gehen wir nochmal kurz ins Kloster, klappern da die Händler ab. Und dann gehen wir erst hier, ne, zu Bengars Hof. Sorry, Leute. Da muss man auch mal zuhören. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Yes, 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 guck mal. Oh, ist nochmal dick mit Tränken und allem Stuff hier eindecken. Geil. Okay, Sumpfkraut brauche jetzt nicht so viel. Fette Sache. Gut, dass ich das nochmal gemacht habe. So, Mana-Bonus, Sachen, das bringt jetzt hier nochmal ein bisschen Geld. Geschicklichkeit brauche ich nicht. Lebenskraft, dann kann ich den verkaufen, der wäre besser. Feuerschutzsachen sollte ich behalten. Aber nicht zu viel. Gürtel des Schutzes. Behalten wir erstmal noch. Ach ja, jetzt komm jetzt. Ich verkaufe jetzt diese ganzen. Nee, die Runenbücher verkaufe ich im Kloster. Da gehören die, finde ich, eher hin. Aber gut, ja, ich meine. Es ist ja hier der Randomizer-Mod dran, ne? Dann sowas davon zu sagen, irgendwie, ja, das gehört dahin oder dahin. Das ist ja hier eh total irrelevant. Und ich renne hier als Drachenjäger rum, aber ich habe schon wieder total vergessen, dass ich eigentlich Feuermagier bin. Also, naja. Es ist, wie es ist. Ich konnte mich da nicht dran erinnern, dass der tatsächlich so viele Tränke am Start hatte. Also jetzt sieht es von den Tränken her gesehen, sieht es jetzt doch nicht mehr so hoffnungslos aus für uns im Minental. Ich werde die wahrscheinlich alle aufbrauchen, aber ich bin froh, dass ich sie habe. Muss echt aufpassen. Und irgendwie kämpfe, eigentlich nur dann kämpfen, wenn es nicht anders geht und so Sachen. Also ich muss da schon taktisch unterwegs sein, auch wenn ich so eine fette Rüstung und so ein fettes Schwert habe. Deine Kleidung ist unserem Orden nicht angemessen. Zieh dich um. Hey, du. Zeig mir deine Ware. Nee. Möge Innos allzeit über dich wachen. Aber vielleicht hat er ja dann im nächsten Kapitel Tränke und Heilung. Warte mal, ich muss mal gucken. Okay, zweiter Kreis ist mehr ist nicht drin. Was ich nochmal gucken kann, warte, da ist gut, dass ich jetzt doch so ein Runenbuch am Start habe. Feuerkreis 2.
Heilung ist da nicht dabei? Leichte Wundheilung. Brauche ich eine Heilpflanze. Und die dann zu benötigte Spruchrolle. Ja, hätte ich zumindest. Gibt immerhin 200 Lebenskraft wieder. Das würde reichen. Dann bauen wir uns tatsächlich eine Rune der leichten Wundheilung. Das können wir tatsächlich machen. Weil wenn ich dann out of Spruchrollen bin, habe ich immer noch die Rune. Dann geht das immer noch klar. Dann können wir das machen. Okay. Ich dachte jetzt irgendwie kurz, dass es keine gute Idee wäre, aber bei 200 Heilung ist das okay. Wenn wir eh nur 600 Leben haben, dann passt das schon. Wie viel Mana würde mich das kosten? Achso, das werde ich dann gleich sehen. Mal sehen. Aber Mana haben wir ja eigentlich mit 60 ganz okay. Den Rest können wir nochmal in Mana ballern, finde ich. Ballern. Na, gucken wir mal. Hallo, Frau Petro. Schöne Titten haben Sie da. So. Ich weiß nicht, mir war irgendwie gerade so. Das musste jetzt mal kurz raus. Von mir erfährt keiner was. Es tut mir leid, es ist einfach zu warm. Es ist einfach diese verdammte Wärme. Es kotzt mich so an, wirklich. Ich bin so leicht reizbar momentan, weil es einfach so warm draußen ist. Ich hasse den Sommer. Wirklich, ich kann es euch sagen, Mann. Ich hasse den verfluchten Sommer. Oh, Mann. Warte mal, wer bringt mir eigentlich die Formel bei? Ich glaube, Palan bringt mir die Formel bei. Für die leichte Wundheilung. Glaubst du wirklich daran? Ja, ich glaube daran, dass Palan mir das beibringt. Schauen wir mal. Man erzählt sich ja so einiges. Unterweise mich. Von mir erfährt keiner was. So steht es in den heiligen Schriften. Könnte auf kurz oder lang gesehen ein sehr nützlicher Zauber sein. Schlimme Sache. So, dann bauen wir uns das Ding mal. Okay, haben wir das jetzt auch. Sehr schön. Ein sehr nützlicher Zauber, meiner Meinung nach. Ah, hier ist die mittlere. Das ist die leichte. So. Gut, dann haben wir das erledigt. Das hat sich also schon mal gelohnt, mein Besuch hier. Jetzt gehen wir nochmal zum Gorax. Gucken nochmal, ob der irgendwie was Sinnvolles zum Handeln hat. Ich bin mir da einfach nicht mehr so sicher. Und im Zweifel baller ich noch ein bisschen was im Mana. Ich brauche ein paar Dinge. Nee. Ja, wobei, den Eintopf nehme ich mal mit. Bisschen Proviant kann nicht schaden. Palan bringt, glaube ich, Mana bis 90 bei. Bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Jetzt könnte ich aber nochmal kurz gucken, ob ich irgendwelche Sachen habe, die mir... Sieht sich ja so einiges. Meinen Mana steigern? Nö. Glaubst du wirklich daran? Ich will meine magische Kraft steigern. Wird sich das jemals ändern? So, den Rest spare ich. Das sind doch alles. Jetzt haben wir 70 Mana und einen Lernpunkt. Ja, den spare ich so krass. Holy shit. So viel zu sparen da, ey. Holy, holy. So. Jetzt ziehen wir uns erstmal wieder um. Jetzt gehen wir zum Bengar. Hey, wir könnten aber nochmal kurz auf den Hof des Großbauern gehen. Patrick ist ja auch wieder da. Wobei, andererseits, früher oder später muss ich sowieso dahin. Da können wir auch später mit Kort sprechen. Das müssen wir nicht jetzt machen. Können wir noch später machen. Ah, ich wollte auch noch mal kurz nach Jaken da, wegen Bill und so. Ich glaube, das mache ich offscreen. Nee, das mache ich nicht offscreen. Das nehme ich in die Folge rein. Dann machen wir die Folge heute hier ein bisschen länger. Das sind quasi die letzte Vorbereitung hier. Dann werden wir jetzt noch mal, kurz nach Jaken da gehen. Werden nochmal Bill quatschen, wahrscheinlich wird das nichts bringen, weil vielleicht ein Dialog nicht geht oder sowas, keine Ahnung. Weil das Logbuch ist auch total durcheinander irgendwie. Aber da hätte ich die Quest wenigstens noch abgeschlossen, wenn das geht, dann würde ich das schon noch gerne versuchen, also. Dementsprechend probiere ich es einfach mal. Hui, achso, warte mal, was ich noch machen kann, wenn ich einmal hier bin. Hinos! Yes. Dankeschön. Innos, du geiziger Hundesohn. Oh Mann, ey. Ja, also tut mir leid, ich bin wirklich leicht reizbar zurzeit. Aber das habe ich irgendwie jeden Sommer so. Und im Sommer ist es halt auch durch die Wärme, da kommt es halt auch manchmal vor, dass ich halt auch einfach gar keinen Bock habe aufzunehmen oder zu streamen. Ja, also das ist so, weil bei so einer drückenden Hitze, ich muss sowieso den ganzen Tag 8 Stunden am Rechner sitzen wegen Arbeit.
Und dann habe ich einfach manchmal so keinen Bock, einfach mich nochmal zum Zocken hinzusetzen. Das ist manchmal ganz, ganz schlimm. Das ist so dieses typische, ich werde langsam erwachsen-Ding. Und will was anderes machen, als am Rechner zu sitzen und zu zocken. Also wobei, eigentlich am Rechner sitzen und zocken geht, aber ich habe meistens dann einfach keinen Bock zu quatschen dabei. Ja, ich will einfach meine Fresse halten. Weil die Hälfte von dem, was ich sage, ergibt sowieso keinen Sinn. Und das kostet halt auch Energie, wenn es irgendwie 30 Grad hier im Büro sind. Gut, ich habe meinen Ventilator hier, der macht es ein bisschen erträglicher, das stimmt schon. Aber ich kann mich erinnern, ich glaube, das war Sommer 2017, 2000 oder 18. Ich glaube, 17 oder 18 oder was war das? Das war, das müsste der 18er Sommer gewesen sein, auf jeden Fall. Der war so unerträglich warm. Ich habe da teilweise schon früh 8.30 Uhr da gesessen und dachte mir, ey, das ist doch nicht euer verfluchter Ernst, dass es jetzt schon irgendwie 32 Grad im Schatten sind und in meinem Büro irgendwie nochmal 2 Grad wärmer, irgendwie, also. Ach, falscher Teleport. Also das war wirklich. Und dann liege ich halt, sitze ich halt so am Rechner und ich schwimme bereits in meiner eigenen Suppe, ohne dass ich mich groß bewegt habe. Und dann habe ich auch einfach keinen Bock, Let's Plays aufzunehmen oder zu streamen. Also, ich weiß nicht, wie es da meinen Kollegen geht, irgendwie, ob es denen ähnlich geht, aber es ist dann einfach so, es drückt dann einfach so krass. Also, und raus will ich sowieso nicht, weil, wie gesagt, ich bin echt kein Freund vom Sommer. Ich hasse die Wärme, ich hasse das Licht. Ich hasse es, früh um 5.30 Uhr von der Sonne geweckt zu werden. Gegen meinen Willen. Also, ey, wer den Sommer erfunden hat, der frisst auch kleine Kinder. Oh Mann. Nee, aber ohne Scheiß, ich hasse den Sommer so sehr und ich habe echt keinen Bock auf den Sommer, der kommt. Naja, aber jeder sieht das ja anders. Es gibt bestimmt viele unter euch, die das total anders sehen als ich und sich sehr auf den Sommer freuen. Und denen will ich das auch gar nicht schlecht reden, aber ich meine, es ist ja hier mein Video und da sage ich auch gerne meine Meinung dazu dann. Und wenn ich halt keinen Bock auf den Sommer habe, dann sag ich das auch. Hey. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Wer? Wer war es? Der Kerl heißt Juan und ist einer der Banditen. Du musst das Schwein erledigen, hörst du? Er darf nicht mit der Sache ungeschoren davonkommen. Juan ist erledigt. Und? Hat er gelitten? Mach mal halblang. Schon gut. Hauptsache, du hast das Schwein fertig gemacht. Was machst du jetzt? Ich mache erstmal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt. Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. So, cool. Das heißt, das haben wir jetzt auch erledigt. Sehr schön. Das Questlog leert sich unentwegt. Sehr gut. Wenn ich jetzt nochmal hier bin, jetzt komm, jetzt quatsche ich dich doch nochmal an. Ich meine, ich habe zwar schon mal geguckt. Zeig mir deine Ware. Ja, und er hat auch nichts mehr. Und genauso bei Samuel wird es auch so sein. Aber gut, das haben wir jetzt noch erledigt. Dafür habe ich mir jetzt gerne die Zeit genommen, um meine Hate Speech über den Sommer nochmal rauszuhauen. Also, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also, seid ihr eher mehr der Sommermensch oder seid ihr eher mehr der Wintermensch? Also ich persönlich, wenn ich wählen müsste, ich würde lieber immer im Winter leben wollen. Aber es müsste immer schneien bei mir, es müsste immer kalt sein. Das ist dann auch die Zeit, wo ich am besten schlafe. Es ist die Zeit, wo ich die Landschaft am schönsten finde, wenn Schnee draußen liegt. Das ist einfach die Zeit, da gehe ich viel lieber raus und gehe super gern wandern oder bin halt super gern draußen aktiv so. Aber im Sommer kannst du mich in eine Ecke stellen und ich hasse alles und jeden. Wirklich, also ich bin auch super leicht reizbar im Sommer, weil die Hitze einfach meine letzten Nerven komplett raubt und das tut mir auch immer leid für meine Mitmenschen, ja? Muss ich auch ganz ehrlich sagen, also. Schön, dich zu sehen. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst.
Ich habe anscheinend noch nicht mit ihm gesprochen. Lass uns handeln. Wow. Okay, da habe ich mir jetzt irgendwie mehr von erhofft. Na gut, dann aber dir verkaufe ich jetzt mal diese ganzen Kreisbücher. Die werde ich eh noch zu Dutzenden finden, bin ich mir ziemlich sicher. So, okay. Die Bücher kannst du gleich auch mal alle haben. Die ganzen Landkarten. Werde ich auch noch Dutzende von finden, bin ich mir ziemlich sicher. Ein Steckbrief von mir, Doppelblock kannst du behalten. Goldener Kerzenständer. Ja, gut. Jetzt haben wir zumindest mal wieder 18.000 Gold. Das ist doch schon mal ganz gut. Und die ganzen dämlichen Bücher sind jetzt mal alle weg. Gut, dann gehen wir jetzt zu Bengars Hof. Und ja, dann quatschen wir mit ihm über Pardos. Also ich bin sehr gespannt, ob Pardos jetzt da ist oder ob er es nicht geschafft hat. Wie gesagt, vor einigen Folgen ist er leider gestorben in der Goldmine. Und das wäre jetzt für mich sehr interessant zu erfahren, ob er das gemacht hat oder nicht. Und dann stellt sich noch die Frage, hatte ich eigentlich diese schnaubende Bestie für Garner erledigt? Ich weiß, dass ich es am Anfang nicht geschafft habe und erstmal abgebrochen habe, diesen Versuch, das Vieh zu töten. Aber es kann sein, dass ich das irgendwann danach nochmal gemacht habe und geschafft habe. Bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher. Ich sehe auch gerade, oder ich habe gesehen, ich habe hier eine Steintafel. Zwei sogar. Ne, das nehme ich mit. Sehr cool. Jetzt sind wir auch mittlerweile Kämpfer im Einhandkampf. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und Geschick haben wir jetzt auch schon fast 50. Das heißt, die Dietriche brechen hoffentlich nicht mehr ganz so oft ab. Cool. Nee. Da geht's weiter. Ah, hier regnet's leider auch. Tut mir leid, Leute. Na gut, okay, dann. Da müssen wir jetzt kurz mal durch hier, ja? Da müssen wir jetzt in einen sauren Apfel reinbeißen. Und jetzt gehen wir mal hier lang. Ich glaube, hier bin ich noch nicht lang gelaufen. Hier sind noch Viecher und alles. Hier habe ich noch nichts getötet. Tut mir leid für das Mistwetter hier gerade. Das ist echt unschön, ich weiß, aber... Da müssen wir jetzt mal durch. Hier vorne im Flussbett. Ui. Feuergolem. Hallöchen. Ah, oh mein Gott. Ich habe seit über einer halben Stunde nicht mehr gespeichert. Oh je. Gut, gut, dass ich jetzt nicht gestorben bin oder das Spiel abgestürzt ist. Das wäre jetzt massiv ärgerlich. Oh nein, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ja gut, es ist nur ein Feuergolem. Ist jetzt nichts Wildes. Guck mal, wie meine Rüstung standhält. Ah, ist okay. Kann aber auch ein schwacher gewesen sein. Das ist natürlich auch möglich. So, Ehre die Schere, das Schaf bleibt am Leben. Ah, hier ist eine Steintafel, die werde ich mir geben. Warte mal, hat sich das jetzt gereimt? Cool. Oh je. Drachensnapper ist nie ein gutes Zeichen. Aber gut, ein paar Erfahrungspunkte nehme ich die Folge gerne mit. Die war sehr erfahrungspunktearm, muss ich sagen. Ui! Alter Schwede! Oh, fuck. Okay, pass auf. Okay, leichte Wunden heilen ist schon ein nützlicher Zauber, muss man sagen. Oh, der macht auch massiv viel Damage. Scheiße, jetzt muss er sterben. Alter Schwede. Das tat auch sehr weh. Okay. Das waren zwei Boss-Level-Gegner, würde ich jetzt mal sagen. Die taten sehr weh. So. Das
haben wir denn hier? Guck mal, der Typ ist mit seiner... mit seiner Richterrobe hier begraben worden. Was ist das denn? Ah, eine Innenstatue. Cool. So, hier haben wir noch Minecraft. Den hole ich mir mal. Was liegt hier denn? Ach, rohes Fleisch oder was? So, ja, das sollte ich mitnehmen. Ich überlege auch schon die ganze Zeit krampfhaft, gab es irgendeine Quest, wo man rohes Fleisch brauchte? In Gothic 3 gibt es da ja was, aber ob es hier jetzt auch so war, wahrscheinlich. So, mittlerweile teilen wir aber auch gut aus. Mittlerweile ist das echt okay. Auch der Drachensnapper gerade, der hat uns zwar massiv Damage gemacht, aber wir ihm auch. Also das ist ein Deal, damit kann ich leben. Das ist okay für mich, this is fine. Aber da haben wir jetzt doch nochmal zum Ende hier gut nochmal Erfahrungspunkte gesammelt. 800, ey, holy man. Ja, das ist saftig, knaftig. So, da vorne steht Garn. Kann sein, dass ich seinen Snapper noch nicht platt gemacht habe. Aber das machen wir jetzt alles in Vorbereitung. In der nächsten Folge gehen wir dann auf jeden Fall ins Minental rein. Und dann geht's zur Sache, Leute. Das kann ich euch sagen. Jetzt geht's zur Sache. Ich sehe diese beiden Statulis hier. Rumbold und Rick. Raufbold und Rick. So, jetzt bin ich gespannt. Ist Pardos wieder da? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch. Ist Pardos wieder zurück? Ja, er ist drin und ruht sich aus. Danke für alles, was... Schon gut. Warte, ich würde dich ja entlohnen, aber ich habe selber nicht... Vergiss es. Okay, also er ist zwar in Jaqen da gestorben, aber hier ist er trotzdem gespawnt, okay. Da hat das keine Einwirkung gehabt. Alles klar bei dir? Hey, mein Retter. Danke nochmal. Jetzt kann ich mich den ganzen Tag ausruhen. Alles klar, ich zieh dann mal weiter. Okay, also das hat keinen Unterschied gemacht, ob die in Jaqen da alle sterben, die ganzen Sklaven. Die sind trotzdem alle wieder da. Na gut, aber da sind wir um eine Erkenntnis reicher. Das ist okay für mich. Damit kann ich leben. Jetzt gucken wir zu guter Letzt noch, ob dieser Drachensnapper da noch lebt oder ob ich den schon mal getötet hatte. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe mich da mal an dem Vieh probiert, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es geklappt hat oder nicht. Das werden wir jetzt einfach mal sehen. Einfach mal rausfinden. Es wäre voll cool, wenn dieser Schlafzauber auch bei Tieren funktionieren würde. Ne, der ist tatsächlich noch da. Okay. Ich weiß, der ist brutal stark. Deshalb habe ich den auch ewig nicht geschafft. Aber ich bin mir sicher, jetzt sind wir mittlerweile stark genug, den auch ohne Zauber zu schaffen. Alter. Das ist unglaublich. Nicht schlecht. Der ist echt insane. Muss man ihm lassen, der knallt. So, ich fresse jetzt auch mal die ganzen Permapflanzen hier noch bei der Gelegenheit. Jetzt werden einige Hardcore-Gothic-Spieler wahrscheinlich die große Krätze bekommen, wenn sie das jetzt sehen, wenn ich hier so Permapflanzen esse. Zauberinski? Was haben wir denn da so? Okay, ich speichere nochmal und versuch's nochmal mit einer Beschwörung. Okay, damit kommen wir schon. Ich meine, wir teilen dem ja gut aus, ne? So ist es ja nicht. Schaden kriegt er auf jeden Fall. Alter, aber was der mir austeilt, Bruder. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist einfach nicht zu fassen, ey. Der beißt mich mit zwei Haps. Happen beißt er mich tot, das ist krass. Und ich mache dem nicht genug Schaden, um das zu überleben. Das ist echt fucking awesome. Okay, vielleicht probiere ich es mit einem... Ich habe zum Glück einen Eisblock, das ist gut.
Und dann Feuersturm vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich habe einen Haufen Verwandlungszauber. Beschwören habe ich nichts, ne? Das sind alles nur Verwandlungsdinger. Es ist gerade ein bisschen dunkel, Leute. Sorry, ich ändere das mal kurz hier, damit ihr was sehen könnt, wenigstens. Ich probiere das jetzt nochmal. Das muss möglich sein. Das wird einfach nichts. Jetzt können wir es schaffen. Okay, der ist auch irgendwie ewig eingefroren. Ja, ihr macht euch mal gegenseitig, ne? Schönen Abend noch. Ciao. Oh Mann, ey. Das ist... Oh, ja, moin. Das ist so lost hier teilweise. Also. Okay, ich stelle den Kontrast zwar wieder runter. Jetzt haben wir den Kampf ja geschafft. Aber damit ihr trotzdem was seht, keine Sorge, liebe Leute. Machen wir ein bisschen Licht. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir eigentlich jetzt. Wir können mit Garn quatschen noch. Das machen wir noch in der Folge hier. Und dann geht's ab ins Minental, Leute. Dann haben wir's. Endlich, dann geht's richtig zur Sache. Ey, ich bin so gespannt, was uns im Minental erwarten wird. Das wird so heftig, glaube ich. Das wird alles andere als ein Zuckerschlecken werden. Dieses furchtbare Tier ist tot, nehme ich an. Dann kann ich mich bei der Jagd endlich wieder frei bewegen. Was ist deine Aufgabe beim Ring des Wassers? Ich halte für uns den Eingang zum Pass im Auge. Wer reingeht und wer rauskommt. Seit die Paladine das Tor zum Pass verschlossen haben, tat sich da allerdings recht wenig. Schon etwas von den vermissten Leuten gehört? Natürlich. Deswegen sollten wir ja auch alle die Augen aufhalten. Aber um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht sehr viel davon mitbekommen. Sei schwach. Wenn er hier ist, hätte er mindestens wissen müssen, dass Elridge da im kleinen Talkessel festgesessen hat. Das ist echt schwach, dass er das nicht wusste mindestens. Das ist genau bei ihm hier in der Nähe gewesen. Und als Aufmerksamer hätte er das irgendwie sehen müssen. Naja, ich danke erstmal bis hierhin fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge gehen wir ins Minental. Lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Folgt mir auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Und bleibt gesund. Macht's gut. Und ciao.